Hi und herzlich willkommen bei Coworkergeflüster. Ich bin Muriel, Mitarbeiterin der Kurt in Bad Nenndorf und spreche in unserem Podcast mit spannenden und tollen Gästen aus unserer Lieblingskleinstadt direkt am Deister und drumherum. Wir wollen euch hier die vielen großartigen Initiativen, Projekte und Menschen vorstellen, die Bad Nenndorf zu bieten hat. Aber vor allem wollen wir, dass ihr eine richtig gute Zeit habt. Also macht es euch gemütlich, freut euch auf unseren heutigen Gast, Lauscher auf und los geht's. Heute spreche ich mit einem Wiederholungstäter. Er war mein erster Gast nach unserer Coworkergeflüster-Pilotfolge. Na, kommt ihr drauf? Genau. Heute darf ich zum zweiten Mal den Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Nenndorf und den Stadtdirektor der Stadt Bad Nenndorf, Mike Schmidt, begrüßen. Vielleicht habt ihr ja die letzte Folge angehört. Da habe ich mit Klaas Scheele, Landschaftsarchitekt und Machbarkeitsstudiendurchführender, für eine potenzielle Landesgartenschau 2026 in Bad Nenndorf gesprochen. Er hat einen ersten Blick in den Stand der Studie gegeben und beschrieben, welche Möglichkeiten sich durch die Durchführung einer Landesgartenschau für Bad Nenndorf ergeben können. Heute gibt es einen Perspektivwechsel. Weg von einer landschaftsplanerischen Perspektive hin zu der eines Samtgemeindebürgermeisters und Stadtdirektors. Wie kam es zu der Idee, sich um die Landesgartenschau 2026 bewerben zu wollen und was erhofft sich Mike für Bad Nenndorf und die Region? Ich bin gespannt, wie Mike auf dieses große Vorhaben schaut und was seine Ideen und Gedanken dazu sind. Also los geht's. Macht es euch gemütlich, sperrt eure Lauscher auf und habt viel Spaß. Ja, nach der ersten Podcast-Runde hast du gesagt, das sollten wir nochmal machen. Dementsprechend, Mike, bin ich sehr froh und freue mich, dass du nochmal da bist und wir heute in die zweite Runde gehen können von Coworkergeflüster. Das ist sehr schön. Und wir wollen sprechen über eine potenzielle Landesgartenschau 2026. Aber erstmal zu dir. Wie geht's dir heute? Mir geht's fantastisch, vor allem nachdem du mich nach dem Problem beim letzten Mal mit dem Du und Sie jetzt gleich mit Du begrüßt hast, geht es mir natürlich ganz fantastisch. Hallo Muriel, schön, dass ich nochmal da sein darf zu diesem spannenden Thema Landesgartenschau. Mir geht's gut, die Sonne scheint, ich habe gerade hier einen schönen Blick in den Kurpark raus, besser kann es ja nicht sein. Ja, mit der schönen Blüte, ne? So direkt vorm Schlösschen, das ist echt 1A. Perfekt. Ich habe in der letzten Folge schon mit Klaas Scheele gesprochen, auch zum Thema der Landesgartenschau. Hast du in die Folge mal reingehört? Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft. Ah, na gut, also das lohnt sich auf jeden Fall noch. Ich fand es auf jeden Fall total spannend, mal mit jemandem über Bad Nenndorf zu sprechen, der einfach eine Expertise in Landschaftsarchitektur hat und auch in Stadtentwicklung. Und insbesondere ist mir da auch aufgefallen, dass er manchmal die Meinungen von Expertinnen nicht immer ganz mit den Meinungen auch von Bürger und Bürgerinnen zusammenpassen, was ja erstmal gar nicht schlimm ist, weil das ja auch zu einem fruchtbaren Austausch führen kann. Da kommen wir jetzt auch im Laufe des Gesprächs so ein bisschen drauf. Aber lass uns erstmal ganz vorne anfangen. Wie kam denn überhaupt die Idee, eine Landesgartenschau 2026 hier nach Bad Nenndorf holen zu wollen? Ja, ganz konkret war das im Jahr 2017. Und zwar war in Nordrhein-Westfalen, in Bad Lippspringe, die Landesgartenschau gewesen. Und wir waren von der Westfalen-Weser-Energie, dort sind wir ja Gesellschafter, wir waren mit den Gesellschaftern dort eingeladen, die Landesgartenschau zu besuchen und hatten eine Führung von dem Bürgermeister und. Und da waren wir unterwegs gewesen in diesem Kurpark und er hat halt von der Entwicklung und was das bedeutet und welche Entwicklung insgesamt Bad Lippspringe seitdem diese Landesgartenschau da stattfindet, genommen hat und wie viel investiert wurde und wie viel auch private Leute in ihre Hotels und in die ganze Umgebung investiert hatten, hat er alles sehr gut dargelegt und da ist dann tatsächlich bei diesem Rundgang die Idee entstanden, Mensch, so viel größer ist das ja hier gar nicht als bei uns, ganz im Gegenteil. Und das wäre mit Sicherheit etwas, was wir auch auf Bad Nenndorf übertragen können, gerade für diesen oberen Bereich, diesen Landschaftspark, wo wir ja eh noch viele Sichtachsen herstellen müssen, viele Wege machen müssen. Und von daher habe ich gesagt, das ist ein tolles Projekt, um diesen Schatz, den wir hier haben, auch einmal nochmal vernünftig zu heben und zu präsentieren. Das beantwortet die nächste Frage eigentlich auch schon. Du warst schon mal auf einer Landesgartenschau. Ja, tatsächlich. Also angefangen hat das Ganze 2015 mit der Bundesgartenschau in Potsdam. Da war ich total begeistert. Dann 2017 in Bad Lippspringe, wie gerade gesagt. 2018 dann in der Folge als Idee, in Bad Nenndorf eine Landesgartenschau zu machen, dann mit
Vertretern des Rates der Stadt Bad Nenndorf in Bad Iburg. Auch da haben wir uns wieder von der Bürgermeisterin, von der Geschäftsführung führen lassen, uns alles erklären lassen und. Also ja, jetzt auf zwei Landesgartenschauen, eine Bundesgartenschau, und ich war immer sehr begeistert. Nicht nur begeistert, was kurzfristig dort passiert ist, sondern wenn man sich jetzt die Zeit nimmt und nochmal nach Potsdam fährt, auf dieses ehemalige Bundesgartenschaugelände, da war ich mittlerweile schon wieder zweimal, oder auch nach Bad Lippspringe fährt, man sieht halt, dass das tatsächlich alles nicht für einen kurzen Moment gemacht ist, sondern nachhaltig gemacht ist. Das ist auch was, was Klaas nämlich beschrieben hatte in der Podcast-Folge, die wir aufgenommen hatten, nämlich, dass es einmal dieses halbjährige Event gibt, ne, wo auch Veranstaltungen und sowas ja auch stattfinden, und dass es aber viel mehr um eine ganz langfristige, nachhaltige und vor allem strukturfördernde Veränderung auch geht dann für Bad Nenndorf. Was wären denn konkrete, positive und auch langfristige Veränderungen aus deiner Sicht, die sich ergeben könnten, und welche würdest du dir auch wünschen? Ja, das ist zum einen das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben ja mit unglaublich viel Geld, mit jeweils 2/3 Fördermitteln, aber auch mit viel Geld aus dem Stadthaushalt insgesamt die Stadt, Innenstadt, Fußgängerzone, Straßen in der Innenstadt, den oberen Kurparkbereich hier oder besser gesagt den Promenadenbereich, die Esplanade und, das haben wir alles neu gemacht, haben uns für die Zukunft gut aufgestellt. Aber es gibt halt auch noch viele Bereiche, zum Kurpark gehört halt viel mehr, es gehört der Landschaftspark dazu, es gehört der Ehrengrund dazu. Und da gibt es doch diverse Defizite, was Wege angeht, aber was vor allen Dingen auch halt Aufenthaltsorte angeht, wo man sich wohlfühlt, wo man verweilen möchte. Sichtachsen, die wiederhergestellt werden müssen, oben aus dem Landschaftspark auf das Schlösschen runter und. Das sind Dinge, die wir damit wunderbar umsetzen können, um dann nicht nur Wege zu machen, sondern auch Aufenthaltsqualität zu stärken. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass natürlich so eine Landesgartenschau, wie du es gerade gesagt hast, das ist nicht einfach nur 6 Monate eine Belustigung der Bevölkerung oder allen denen, die da so kommen, sondern es soll nachhaltig wirken und nachhaltig vor allen Dingen im Bereich Tourismus wirken und Wirtschaftsförderung. Also eigentlich kann man sagen, eine Landesgartenschau ist eine der besten Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, die man angehen kann, weil man sich halt quasi einer großen Öffentlichkeit präsentiert, die dann danach auch gerne wiederkommen soll, sei es für Tagestourismus, sei es mal für Wochenenden. Wir haben jetzt gerade eine veränderte Reisekultur, die Leute werden wahrscheinlich auch nach Corona nicht mehr so viel durch die Gegend fliegen. Das ist schon wegen der Klimadebatte so, aber jetzt wegen Corona erst recht. Das heißt, man wird immer mehr Deutschland auch wieder als seinen Urlaubsort anerkennen, entweder für Kurzreisen oder auch vielleicht mal für eine Woche. Ja, und da wollen wir einfach mitspielen und sagen, hier schaut mal, wir haben auf der einen Seite in die eine Richtung gefahren, haben wir Stadthagen in die andere Richtung gefahren, haben wir die Region Hannover mit der Landeshauptstadt, den Herrenhäuser Gärten und. Wieder in die andere Richtung gefahren haben wir das Steinhuder Meer und direkt vor der Tür haben wir den Deister und von hier kann man wunderbar alles erreichen und man kann halt auch vor Ort wunderbar spazieren gehen, hat Aufenthaltsqualität. Ja, und das lädt dann nachher schlussendlich dazu ein, dass die Leute hierher kommen, ihre Zeit hier verbringen. Das stärkt Hotellerie und Gastronomie, aber stärkt natürlich nachher auch unseren Einzelhandel, unsere Wirtschaft vor Ort, unser Gewerbe, unsere Fußgängerzone, die das dringend braucht. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir waren mal ein extrem florierender Kurort in den 90er Jahren und daraufhin hat sich diese Fußgängerzone und viel gegründet. Ja, die ganzen Übernachtungszahlen haben wir jetzt nicht mehr und wenn wir das alles wieder steigern können, kann uns das nur zugutekommen. Und die Beteiligung der BürgerInnen ist im aktuellen Entwicklungsprozess der Machbarkeitsstudie ja auch ganz großer Bestandteil. Da hat ja schon die erste Veranstaltung stattgefunden, öffentlich. Die hat ja auch wirklich guten Zuspruch bekommen und die nächste ist ja bereits in Planung und auch da hoffen wir wieder auf rege Beteiligung. Was wünschst du dir denn an der Stelle dann von den BürgerInnen und Bürgern? Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wir haben immer gesagt, wir machen ja eine Landesgartenschau nicht gegen die Bürgerinnen und Bürger, sondern wir wollen sie mit ihnen gemeinsam machen. In der Planung schon und nachher in der Durchführung. Wir brauchen einfach viele helfende Hände, auch nachher ehrenamtlicher Art, sei es ein Förderverein, der sich vielleicht gründet für die Landesgartenschau, sei es nachher, mal da jetzt mal Bilder, sei es irgendwie Leute, die gerne einfach morgens dann vielleicht auch sich ein bisschen um die Pflanzen kümmern, sie gießen, sei es Leute, die den Kurpark kennen und einfach Führungen anbieten wollen, sei es Leute, die an den Kassenhäuschen oder wo auch immer mithelfen. Das müssen alles oder sollen auch alles Leute hier aus unserer Gegend sein
Und da brauchen wir einfach auch Menschen, die sich damit einbringen. Und natürlich passiert auch etwas mit unserer Stadt in der Zeit. Und deswegen muss man natürlich alle Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und sie da auch mitnehmen. Und es kommen ja auch viele gute Ideen und viele Hinweise. Es wurde sehr schnell gesagt, dass man gesagt hat, okay, wir können aber während der Zeit nicht komplett die Promenade mit einzäunen. Es muss diese Verbindung quasi muss weiterhin offen bleiben. Das ist berücksichtigt worden. Es ist gesagt worden, das war auch für mich immer ein ganz klarer Punkt, gesagt worden, wir können den ganzen Verkehr nicht in die Innenstadt lassen. Wir müssen den Verkehr komplett draußen lassen. Und auch das ist mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert bzw. gesprochen worden. Auch da gab es viele Anregungen. Das muss einfach im Austausch passieren. Und es kommen so tolle Ideen, auch auf diesem Workshop, den wir da hatten von Bürgerinnen und Bürgern. Auch im Nachhinein kommen da viele tolle Ideen, die wir dann einfach weiterleiten, die wir aufnehmen. Und da merkt man aber auch, die haben wirklich Lust drauf, hier tatsächlich nochmal was zu gestalten und sehen das tatsächlich auch als Chance. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer den einen oder die eine, der sagt, und wir müssen mal gucken mit dem Verkehr oder auch Thema Umweltschutz, wollen wir wirklich so viele Leute hierher holen und, und. Ja, das sind Aufgaben für 2026, das so zu planen, dass vielleicht nicht mehr 70% der Leute mit dem Individualverkehr mit ihrem eigenen Pkw kommen, sondern dass wir das für 2026 schon anders denken. Und auch da gibt es gute Ideen aus der Bürgerschaft. Und deswegen ist es super wichtig, die Bürgerinnen und Bürger da mitzunehmen. Und da einen tollen Austausch zu generieren. Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass du ja in den sozialen Medien super aktiv bist und da auch immer einen sehr direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern gehst. Wie war das bisher zum Thema der Landesgartenschau? Kam da schon viel auf dich zu bisher? Ja, das Thema Facebook hatten wir letztes Mal schon gelacht. Das ist ja immer so Freude und Leid zusammen, wenn man dann eigentlich ja jetzt immer eher zu dem Thema Corona oder sonstiges wieder irgendwie eine Allgemeinverfügung hat, die der Landkreis erlassen hat oder sich die Regeln alle wieder ändern. Dann gibt es auch mal auf dem Sonntag wieder 20, 25 Nachfragen per Messenger, was ich jetzt darf und was ich nicht darf. Das ist anstrengend, aber das macht halt auch Spaß, dort zu informieren. Bei der Landesgartenschau ist es natürlich von der Intensität her nicht ganz so viel. Aber es gibt tatsächlich einige, die Fragen haben, wie das laufen könnte. Manche machen sich finanzielle Sorgen, wie man das aufstellen kann, wie die Stadt das wuppen kann. Viele, viele Ideen werden mir einfach zugeschickt und zugesandt. Und da bin ich gerne im Austausch. Und fühlen Sie sich jetzt gerne, wenn Sie jetzt diesen Podcast hören, fühlen Sie sich gerne ermutigt, dann auch mir weiterhin Ihre Ideen zu schreiben und seien es die völlig verrückten Ideen. Man weiß nie, was wir davon umsetzen können. Immer gerne mitteilen, ich gebe das gerne weiter und bin da auch zu diesem Thema komplett jederzeit ansprechbar und gerne im Gespräch mit jedem und allen. Was du eben schon mal angesprochen hast, ist, dass es natürlich in diesem Diskurs der Landesgartenschau gibt es fast, finde ich, so zwei Positionen. Zumindest ist das, was ich bisher so beobachtet habe. Es gibt einmal die, die schon total euphorisch dabei sind und total Lust auf das Projekt haben und unbedingt teilhaben wollen. Es gibt natürlich auch Leute, die dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenübertreten. Zu Recht. Genau, und Klaas hat das auch, fand ich, ganz gut formuliert. Das ist natürlich auch ein bisschen zynisch. Manche sehen es auch so ein bisschen als eine Blümchenschau an und fragen natürlich auch, warum sollte man dafür jetzt super viel Geld aus dem Fenster werfen, was vielleicht für Instandhaltung oder auch Sanierung der Schule oder so sinnvoll gebraucht werden könnte. Wieso hältst du es denn trotzdem für sinnvoll und auch wichtig, eine Landesgartenschau zu planen, obwohl es natürlich auch solche Investitionsmaßnahmen geben müsste? Also den wichtigsten Punkt habe ich, glaube ich, unter Punkt 1 gesagt. Es ist wichtig, dass wir unsere Stadt für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber halt auch für Tourismus und für Freizeitaktivitäten einfach interessant halten. Ja, wir basieren hier quasi, oder unser gemeinsames Leben und auch unser städtischer Haushalt basiert auf drei Säulen. Das ist gutes Wohnen vor den Toren Hannover, das ist Wirtschaft, also eine gute Durchmischung von Gewerbebetrieben und drittens ist es einfach tatsächlicher Tourismus, weil wir halt Kurort sind, weil wir eine Therme haben, weil wir einen Deister haben, weil wir einen Kurpark haben, natürlich auch touristisch. So, der erste Grund, warum man das tun sollte, ist halt diese Wirtschaftsförderung, die ich angesprochen habe, um nachhaltig auch nicht vielleicht irgendwann darüber wieder diskutieren zu müssen, ob ich die aus der Fußgängerzone wieder eine offene Straße mache, wo man durchfahren kann, wie das in anderen Orten ist, sondern einfach dieses Juwel für eine kleine Stadt mit, ja, auf die 12.000 Einwohner sich bewegen mit den Stadtteilen, das einfach auch zu behalten und sich zu bewahren. Und dafür müssen wir einfach attraktiv bleiben. Und man sieht ja, dass wir attraktiv uns gemacht haben, auch für junge Familien, die hier zuziehen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, der richtige Weg. Und
Wir sind ja schon jetzt eine Stadt, die ein unglaublich hohes kulturelles Angebot hat. Mit dreimal die Woche kulturelle Veranstaltungen von der Kurt, dann Kino jeden Tag, dann immer mal wieder Feste im Kurpark und. Das gehört alles einfach zu einem angenehmen Leben in so einer Stadt dazu. Und wenn wir das weiterhin machen wollen, dann ist das, glaube ich, gut, dass wir auch weiterhin in diese Stadt dann dementsprechend investieren. Aber klar, wir müssen aufpassen, dass wir das im Gleichgewicht halten. Ich sag mal, was niemals passieren darf, dafür stehe ich mit meinem Namen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Der Spruch ist bekannt. Ja, nein. Und dementsprechend müssen wir jetzt schauen, dass niemals gesagt wird, wir konnten das oder das nicht machen, weil wir uns eine Landesgartenschau gönnen. Das darf nicht passieren. Also es muss jetzt tatsächlich, und da ist das Büro jetzt, Klaas, wie du ihn immer liebevoll nennst, ich sage ja Herr Scheele, ist das Büro jetzt bei, anhand der berechneten Gästeanzahl, da sind wir sehr, sehr konservativ, ich will das jetzt hier noch nicht sagen, aber die Zahl der Besucher, das kann man berechnen aufgrund von Erfahrungen, Einzugsgebieten und, da sind wir auf eine sehr vorsichtige und konservative Zahl gekommen. Und anhand dieser prognostizierten Besucher wird der Durchführungshaushalt ja berechnet. Da kann man ja sagen, okay, da kommen 15 Millionen rein oder wie auch immer. Die Summe war jetzt aus der Luft gegriffen, weil ich kenne noch keine berechneten Zahlen. Und dann ist das quasi auf diesen ganz konservativen Zahlen, wird dann genau berechnet, was kann ich mir für diesen Zeitraum auf diese Zuschauerzahl leisten. Dazu, und da macht man dann quasi den Break-Even-Point und sagt, höher gehen wir aber auch nicht. Das heißt, jeder Besucher, der dann mehr kommt, sorgt tatsächlich dafür, dass kein finanzielles Defizit bleibt, sondern dass wir in einen Überschuss gehen würden. Und das müssen wir machen. Und dann ist es ja jetzt noch so, das zweite Mal in Folge, Bad Gandersheim ist die Landesgartenschau im nächsten Jahr, da wird es das erste Mal so sein. Und bei uns wird es das zweite Mal so sein. Man hört schon, ich sage bei uns, deswegen ich spreche ja nicht von optional, weil wir treten ja nicht zu so einer Bewerbung an, wenn wir nicht gewinnen wollen. Bei uns wird es dann das zweite Mal so sein, dass das Land Niedersachsen sich mit 5 Millionen Euro investiven Mitteln beteiligt und 1 Million Euro für diesen von mir genannten Durchführungshaushalt. Das heißt, wir haben die Chance, 6 Millionen vom Land zu bekommen, die wir verbauen dürfen und einfach in diese Stadt stecken dürfen, plus das, was wir aus diesem Durchführungshaushalt haben. Ganz klarer Anspruch. Wir wollen nicht mit einem Defizit da rausgehen, ganz klar konservativ geplant, was die Zahlen angeht. Aber nochmal, ich möchte niemals hören, wir konnten uns Straße XY oder das und das oder den Jugendpark oder was auch immer nicht leisten, weil wir eine Landesgartenschau gemacht haben. Das auf gar keinen Fall. Ja, das sind gute Antworten. Ja, die kommen ja tatsächlich auch vom Herzen, weil das ist ja meine Einstellung, die ich dazu habe. Und ich kann ja nicht sagen, ich habe irgendwo marode Gebäude oder ich kann Kinder nicht betreuen oder ich habe kein Geld für die Feuerwehren, wobei das jetzt alles Aufgaben der Samtgemeinde sind und nicht unmittelbar der Stadt. Aber um es leichter erklärbar zu machen, kann ich ja keinem erklären, das können wir ja alles nicht machen, weil wir planen jetzt eine Landesgartenschau. Dann ist dieses Projekt fehl am Platz. Wir wollen hier nicht irgendwie eine Belustigung mit irgendwelchen Geldern machen und anderes liegen lassen. Wir wollen nachhaltig etwas für den Ort tun. Wie ist das denn aber allgemein für dich als Samtgemeindebürgermeister und auch als Stadtdirektor, wenn es um Entscheidungen geht oder auch Projekte geht, wie jetzt hier, wo du weißt, die sind vielleicht auch kontrovers besprochen? Also wie ist es da für dich, Entscheidungen zu treffen und sowas auch voranzubringen? Ja, das macht Spaß. Ne? Das macht tatsächlich Spaß, weil das ist ja manchmal ist es ja schon hochinteressant. Man hat selber eine Idee, wie man die Stadt voranbringen kann oder entwickeln kann, oder sie kommt einfach aus der Politik oder sie kommt von irgendwo. Und dann betrachtet man das so als Stadtdirektor oder Samtgemeindebürgermeister in seinem Mikrokosmos und denkt sich, hey, das ist eine total tolle Idee, das ist Wahnsinn und das wird mega gut ankommen. Und dann führt man so die ersten Gespräche und das ist immer ganz wichtig und da vertraue ich auch immer auf diesen guten Austausch, den ich halt in alle Fraktionen und in die Politik habe. Wenn man das da immer erstmal so leise ein bisschen vorbespricht, ohne das gleich so rauszuposaunen, dann kriegt man quasi aus diesem Querschnitt der Gesellschaft, das sind alles Repräsentanten der Bürgerinnen und Bürger, die sind dafür gewählt und die haben auch wieder Nachbarn und kennen viele und, dann kriegt man von denen den Rücklauf, ob das überhaupt einigermaßen eine gute Idee ist oder nicht. Aber das ist natürlich schon ein Unterschied. Wenn ich Bürger bin, dann mache ich meine Haustür auf und dann gucke ich auf meine Fußmatte und mich interessiert meine Fußmatte.
Wenn ich aber die Tür aufmache, dann gucke ich auf 11.500 Fußmatten und muss tatsächlich immer alles von allen Seiten beleuchten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann auch nicht immer jeden Aspekt von überall beleuchten und sagen, na klar, das ist so und so und so und so, sondern dann ist es ganz, ganz wichtig, dass das ein dynamischer Prozess ist, dass einige Leute sagen, hier, das funktioniert aber nicht, weil ich wohne hier, das kannst du nicht machen oder das stört mich, weil oder. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und aus diesem Ganzen entsteht dann nachher irgendwann, ist ja oft so, entweder ein Kompromiss, mit dem alle leben können, oder es funktioniert, wie zum Beispiel bei VW dann gar nicht, weil man nachher zu dem Ergebnis kommt und sagt, nee, in Summe passte das halt einfach nicht. Aber auch das war ein Prozess. Deswegen, das ist total spannend. Ich denke mal, wenn man eine Meinung hat und würde die Meinung immer von Anfang bis zum Ende vertreten wollen, wäre man falsch auf dem Posten. Man darf nicht beratungsresistent sein. Jetzt denken wir mal utopisch, beziehungsweise kommen wir jetzt mal in diese Wunschvorstellung. Die Landesgartenschau 2026 findet hier statt. Schöne Vorstellung, absolut. Was kommt da auf Bad Nenndorf zu? 6 Monate Sonne. Das ist schon mal gut. Ehrlich ist, wenn ich, aber Herr Lotz hat ja immer damals, ne? Damals, als wir noch Veranstaltungen machen durften, so Gourmetfest und so weiter und so fort, schon ist ja ewig her, erinnert sich ja keiner mehr dran. Ab und zu gucken wir uns nochmal Filme oder Bilder an, dann wissen wir wieder, wie es war. Also damals, als wir noch Veranstaltungen machen konnten, hat der Lotz ja immer gesagt, Herr Schmidt oder Mike, wir duzen uns ja, hat der Benni immer gesagt, Mike, ich mach das hier alles, ich kümmere mich um die Bands und das wird ein tolles Fest, mach du das Wetter. Und das war ja bei der Stadtwetter auch so und dann habe ich gesagt, alles klar, ich mach das Wetter, dann schien die Sonne. Deswegen ist dann erstmal mein Wunsch, dass da 6 Monate lang die Sonne scheint. Das wäre natürlich erstmal sensationell. Ja, was passiert da mit Bad Nenndorf? Ich glaube, wir haben die Chance, wir haben das gezeigt, auch bei der Stadtwette, obwohl das nicht unbedingt vergleichbar ist. Wir haben gezeigt, dass wir als kleine Stadt mit 18.000 Besuchern, die wir hier hatten, mit über 800 Verkleideten, dass wir das ganze Land Niedersachsen mit diesen Zahlen überrascht haben in der Öffentlichkeit. Und dort können wir zeigen, dass auch dort wieder wir als Einheit, als ein Wir-Gefühl, als eine Verbindung auftreten, die sich als Stadt insgesamt präsentiert, wo die Leute einfach sagen, Mensch, die Leute sind dort so herzlich und so angenehm, da fahre ich gerne hin und da fahre ich auch nach der Landesgartenschau wieder hin. Und das glaube ich einfach, dass wir das im Jahr 2026 dann gemeinsam verkörpern werden, nicht nur können, sondern ich bin mir ganz sicher, dass wir das werden. Und dass wir ein unglaublich positives Feedback nach außen tragen. Das schließt sich dann für mich der Kreis. Für mich ist das immer so ein bisschen der Vergleich. Bad Nenndorf war deutschlandweit in den Medien mit Bad Nenndorf ist bunt. Aber immer ja, obwohl wir uns sehr, sehr positiv hier präsentiert haben, immer mit so einem kleinen Nachklapp, weil das ja in der Verbindung war der Aufmärsche, die hier stattgefunden haben. Und jetzt diese Brücke zu schlagen, zu sagen, Bad Nenndorf ist jetzt einfach mal anders bunt, nämlich in Form von vielen Blümchen, wie du es vorhin gesagt hast, aber auch verschiedene andere Sachen und präsentiert sich auch da wieder komplett als Ort der Vielfalt und als gastfreundlich und herzlich und. Das ist, glaube ich, das, was 2026 hier passieren wird und da freue ich mich richtig drauf. Ja, super. Gibt es noch was du mit den Bürgern und Bürgerinnen teilen möchtest? Oh, so spontan gefragt, möchte ich halt ja, weiterhin einfach teilen, ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass das Wichtigste ist einfach, dass man an diesem Prozess jetzt teilnimmt. Also wir müssen im September die Bewerbung abgeben und wenn wir die Bewerbung abgeben und wenn wir dann in diesem Bewerbungsverfahren sind, was wir kriegen im April, Mai ja dann schon die Zusage, ist ein Appell an alle die jetzt vielleicht noch Bedenken tatsächlich haben, sich dann jetzt zu äußern, ja, also dann jetzt zu mir zu kommen, mit dem Büro Kontakt aufzunehmen, mit der KURT Kontakt aufzunehmen, mit der Verwaltung insgesamt zu sagen, ich habe hier oder da noch Bauchschmerzen. Herr Schmidt, können Sie mir das mit den Finanzen nochmal erklären? Wie soll das mit dem Verkehr laufen? Was machen wir mit den ganzen Besuchern hier? Was bringt das konkret für die Innenstadt, wenn das Ganze in der Fußgänger, in dem Kurpark stattfindet oder wo auch immer? Wenn es Fragen gibt, tatsächlich immer auf uns zukommen, immer im Dialog bleiben, wie gesagt, beratungsresistent sind wir nicht, auch das haben wir besprochen und vielleicht sind da wohl noch Sachen bei, die wir überhaupt noch gar nicht bedacht haben. Wobei das Büro, mit dem wir das machen, der Scheele und Co. oder der Rast oder auch Frau Piritz, die machen das hervorragend, da sind wir gut aufgehoben. Aber es gibt immer Dinge, an die wir vielleicht noch nicht gedacht haben. Deswegen sage ich jetzt ganz deutlich am Ende, wenn es irgendwas gibt, was irgendjemand stört, dann Mund aufmachen, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch, die schöne zweite Runde. Und man sagt ja eigentlich, alle guten Dinge sind drei. Dementsprechend hoffe ich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns für eine Kurpark-Geflüster-Folge hier treffen, mit Blick auf Schlösschen. Also ich habe hier diesmal nicht nur Apfeltee, sondern Kaffee, Kuchen und Wasser gekriegt. Ja, und wenn ich dann nächstes Mal hier zu einem Buffet, nein Quatsch, Spaß beiseite, aber ich komme jederzeit, zu jeder Zeit gerne wieder, immer natürlich zu den spannenden Themen in der Samtgemeinde oder in der Stadt. Wir haben ja Gott sei Dank tatsächlich einige Themen, über die wir sprechen können. Und jetzt freuen wir uns erstmal darauf, dass wir die Bewerbungsunterlagen geben im September. Wir haben 2, 3 Mitbewerber, deswegen wird es tatsächlich eine Wahl sein, die dort im Ministerium, in diesem Gremium stattfindet. Und dann komme ich irgendwann gerne wieder. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Stay tuned. So, das war die zweite Kurpark-Geflüsterrunde mit Mike Schmidt. Jetzt seid ihr gefragt. Ihr kennt jetzt die Einschätzungen, Gedanken und Ideen eines Landschaftsarchitekten und des Samtgemeindebürgermeisters und Stadtdirektors zu einer potenziellen Landesgartenschau 2026 in Bad Nenndorf. Was denkt ihr dazu? Habt ihr Ideen, Anregungen oder auch Bedenken? Ich konnte aus dem Gespräch mitnehmen, dass der Austausch mit den BürgerInnen und vor allem das gemeinsame Sprechen über Bedenken und Sorgen super wichtig ist. Und zwar nicht erst, wenn die Bewerbung abgegeben ist, sondern jetzt. Wir freuen uns, wenn ihr alles mit uns teilt. Gerne unter dem Folgenpost auf Facebook oder Instagram oder ihr schaut auf unserer Internetseite www.landesgartenschau-badnenndorf.de vorbei. Dort findet ihr alle aktuellen Infos zum Thema Landesgartenschau 2026 und ein Kontaktformular, mit dem ihr uns erreichen könnt. Außerdem hat Mike Schmidt noch einmal eingeladen, dass ihr auch mit ihm direkt in einen Austausch gehen könnt. Wir hoffen, euch hat das Hören der Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns und ja, hier freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback. Das war's dann auch wieder von mir. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bleibt weiterhin gesund und bis zum nächsten Mal.